Ja, mein Name ist Joachim Schulze. Ich bin wissenschaftlicher Angestellter hier am Archäologischen Landesmuseum in Schloss Gottorf hier in Schleswig und beschäftige mich wissenschaftlich mit der Auswertung der Baubefunde in Haithabu. Und für die Frage der Bebauung, wie sah diese aus, spielt die Dendrochronologie eine ganz besondere Rolle, da die Gebäude in Haithabu alle aus Holz errichtet worden sind. Und nicht nur die Gebäude, die Wege, die Zäune, die Brunnen, alles ist damals aus Holz errichtet gewesen. Und in den hafennahen Bereichen in Haithabu haben wir eine wirklich hervorragende Erhaltung dieser Bauhölzer und mithilfe der Dendrochronologie können wir diese letztendlich datieren. Die Dendrochronologie funktioniert dadurch, dass Bäume, die in einem Bereich gewachsen sind, in einer Gegend gewachsen sind, gleiche Wuchsmerkmale ausgebildet haben. Durch die ähnlichen Witterungsbedingungen haben sie eine gleiche Abfolge an dünnen und dicken Jahrringen entwickelt. Und wenn man jetzt die Jahrringbreiten eines Holzes misst, ergibt sich so eine Art Kurve dicker und dünner Jahrringe. Und wenn man jetzt diese Kurve letztendlich beginnt in der modernen Zeit über Überlappungen von Messungen an Bauhölzern von historischen Gebäuden bis hin zu archäologisch aufgefundenen Bauhölzern vergleicht, erhält man nachher eine Art Jahrringchronologie, das heißt so an der Standardkurve an Jahrringbreiten für die verschiedenen Jahre. Hat man jetzt archäologisch gefundenes Holz, kann man die Jahrringe dieses Holzes messen, erhält jetzt sozusagen wieder eine Kurve des einzelnen Holzes und kann nun vergleichen, wo diese Kurve, dieses typische Kurvenbild, am besten in die Chronologie hineinpasst. Und damit kann man letztendlich die aufgefundene Holzprobe datieren und kann sagen, der erste Jahrring, den wir hier haben, gehört in das Jahr 820. Der jüngste Jahrring, den wir hier haben, gehört beispielsweise in das Jahr 897. Wichtig für die Archäologen ist natürlich jeweils das Felldatum eines Baumes. Das ist natürlich nicht immer festzustellen. Dafür muss letztendlich die Rinde oder zumindest die Waldkante vorhanden sein. Nur wenn die vorhanden ist, können wir sagen, genau im Jahre 897 ist der Baum gefällt worden. In den meisten Fällen ist allerdings keine Rinde vorhanden, häufig aber bei Eichenholz sind dann Splintjahrringe noch vorhanden. Und da man abschätzen kann, wie viele Splintjahrringe ein Baum im Normalfall ausbildet, kann man dann anhand der noch vorhandenen Anzahl an Splintjahrringen zumindest eine grobe Datierung, sagen wir mal auf 20 Jahre, je nachdem wie viele Splintjahrringe jetzt vorhanden sind, auch feststellen. Und natürlich, dann gibt es die Hölzer, die weder Splinten noch Rinde haben, wo man nur das Kernholz hat. Gut, da muss man sagen, da muss mindestens noch eine gewisse Anzahl an Splint vorhanden sein. Aber letztendlich kann man dann nur zu einer Terminus Postquem-Datierung kommen, das heißt einer Datierung nach dem letzten Jahrring plus, sagen wir mal, 20 Jahrringe, 30 Jahrringe Splint. Und danach wird es dann irgendwann dazu gekommen sein, dass dieser entsprechende Baum gefällt worden ist. Die Frage ist natürlich immer, wie weit entspricht das Felldatum dem Datum des Hausbaus zum Beispiel. In Haithabu können wir davon ausgehen, dass das Felldatum des Baumes auch dem Errichtungszeitpunkt des Hauses weitgehend entspricht. Das liegt daran, dass in Haithabu die Bäume alle gespalten worden sind. So, die großen Baumtrommeln sind in Tortenstücke gespalten, sodass man Spaltbohlen hatte, die man dann später auch zu Brettern weiterverarbeiten kann oder zu Planken, im Schiffsbau beispielsweise. Und diese Bearbeitung lässt sich eigentlich nur gut im saftfrischen Zustand eines Holzes durchführen, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass kurz nach dem Fällen das Holz auch bearbeitet worden ist und dann auch verbaut worden ist, sodass wir dann letztendlich das Datum der Fällung mit dem Errichtungszeitpunkt des Gebäudes, des Weges, des Zaunes gleichsetzen können. Zu beachten ist natürlich immer, dass man auch immer wieder das Problem hat, dass Hölzer wiederverwendet werden
sind. Also deswegen sollte man jetzt nicht von einer einzigen Datierung gleich auf die Datierung des gebannten Gebäudes schließen, sondern möglichst verschiedene oder mehrere Hölzer eines Gebäudes datieren und prüfen, ob wirklich alle in den gleichen Zeitpunkt gefällt worden sind. Ich kann das in verschiedenen Stellen in Haithabu zeigen, dass immer wieder auch Holz von abgerissenen Gebäuden, von abgerissenen Zäunen an anderer Stelle wiederverwendet worden sind, sodass sie letztendlich eine falsche Datierung vorschätzen. Das betrifft sicherlich auch andere Fundplätze.